So, Freunde, jetzt wollen wir euch mal nach unten befördern. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute bin ich unterwegs mit der Sabine und mit dem Thomas. Wir befinden uns heute hier in Moers und zwar schauen wir uns heute die ehemalige Zeche Rheinpreußen an, und zwar ist das Schacht 4. Da ist heute Tag der offenen Türe und ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und ich wünsche ganz viel Spaß mit dem Video. Bleibt dran! So, wir haben jetzt da drüben Gebäude und einmal dort stehen jeweils überall die Türen offen. Da ist auch eine Schlange. Ja, Eintritt frei. Guck mal, das passt doch. Steht doch groß dran. So. Fördermaschinen, Gebäude. Ja, würde ich sagen, gehen wir rein, wa? Sound. Wahnsinn, ja. Ist schon spektakulär. Ach, wir können gleich noch nach unten. Ja. Hallo. 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 Guten Tag. So. Wollen Sie filmen? Ja, gerne, gerne, gerne. Ja. Erstmal filmen. Erstmal filmen, würde ich sagen. Filmen Sie, und wenn Sie dann Fragen haben. Genau. Fragen. So. Ach, guck mal. Sind wir direkt drunter? Ja, filmen ist immer gut. Ja. Solange man da noch filmen kann. Ja, das ist richtig. Da ist der Rad, Förderrad da hinten. Okay. Upsala, Entschuldigung, alles gut. Ach, guck mal. Interessant, Ja, hier könnt ihr noch mal sehen, was früher alles gefunden wurde. Auch zusätzlich. Upsala.
Hier haben wir doch alles, guck mal. Ja. Eiserne Öltunnellampe. Stehen sie noch mal alle nummeriert. Das müsste die erste da sein. Die zweite. Achtkantig, genau, das ist diese. Da unten. Achtkantig mit spitzen Deckel und eisernem Hahn. Nicht einschalten, das wird gearbeitet. Okay. Wir haben sie hier nicht mehr gekriegt. Also, man war informiert, die wurden dann woanders. Ja, und die brauchten auch Mode. Ja, so, da sind dann diese Fächer. So, dann gehen wir mal einmal runter, mal geradeaus bitte. Ah, cool. Können wir mitkommen direkt? Ja, sicher. Komm, dann die Geschichte so ein bisschen erzählen lassen. Für euch Zuschauer nochmal. Jetzt, wir haben uns das ja schon angeschaut, aber jetzt. Wenn wir mal die Geschichte erfahren. Ja, hier sind die. Also, ja, hier gibt es auch eine schöne Geschichte. Und zwar, weiß ich, also, da wird es ein Klotz, ein Holzklotz. Ne? So, der hat aber einen Namen. Das ist ein Mutterklotz. So, Mutterklotz ist von einem Holz, wo keine Astlöcher drin, keine Äste. Ja, weil, wenn sie nämlich ein Astloch haben, haben sie eine Bruchstelle. Ja, so, richtig. Das wurde ja gebraucht eigentlich als Stütze. So, und dann ist man hingegangen und hat dann, die hatten eine gewisse Länge, 4 Meter. Mhm. So, und dann wurde gemessen, wie viele Meter muss ich abschneiden. Wie viele Meter muss ich abschneiden. So, und dann blieb immer was über. Und dieser Teil wurde einmal halbiert. Die eine Hälfte kam aufs Liegende, die andere Hälfte kam unter das Hangende. Genau. Und dazwischen stand der Stempel. Ah. So, und diese Teile, die blieb ja immer weit über, das ist ein bestimmtes Maß. Das ist ein Kypersbusch-Maß. Kypersbusch war eine Firma aus Gelsenkirchen, die stellten Herde und Öfen. Und das, stimmt, ja. Und das war die Größe der Feuer. Ja, dann sind die Bergleute hingegangen, wie Sie sehen, haben die das klein gemacht, als Anzündholz genommen. So, da wurden so 3-4 Stücke genommen, Zeitungspapier drunter, Kohle drauflegen, ein bisschen erst, anzünden, bis die Kohle glüht und dann wurde nachgezündet. So, dieses Holz, wie gesagt, war ja besonderes Holz, man nahm auch nicht so ein ganzes Stück. Man nahm immer nur so, was man in der Hand nehmen konnte, was man in der Tasche stecken konnte. Ja. Denn das war Diebstahl. Mhm. Das war der Entlassungsgrund. Ja, weil das Holz teuer war. Ja, glaube ich. Ne? Ja. So, das war dann hier so die Anekdoten noch von diesem Mutterklotz. ja. Hier Pannschippen, also so heißen sie zufällig. Mhm. Ne? Hab's gehört? Pannschippen? Die großen da, da sind die Pannschippen. Ja. Ja, da haben wir die Keilhaue. Da haben die mit, wenn die auf dem Bauch gelegen haben, weil das Flözen nur 50 cm hoch war, ja. Dann haben die das damit rausgekratzt. Ah. Naja, das ist eigentlich unser Krabbelstreb, wenn hier so. Grundschulen kommen. Ach, ja. Naja, da legen wir da hinten immer so kleine Täfel mit Schokolade hin und dann können die da reinkriechen. Aber ja, können wir doch reinkriechen, oder? Ja, jetzt hier sind wir jetzt in der sogenannten Waschkaue. Bisschen nachgebaut, nicht im Original mehr, weil die Waschkaue war gegenüber, auf der anderen Seite, ja. Da wo die Muckibude drin ist, da war die Waschkaue drin. Ja, also die Bergleute kamen vorne durchs Tor, kriegten ihre Markennummer, wie gesagt, jeder hatte eine Markennummer, nahm diese Markennummer, ist damit
in die Waschkau gegangen, also hier, hat sich umgezogen. Sie können sich vorstellen, die haben eigentlich, es gab nur eine Kaue. Ja? Jetzt werden wir neuerdings haben wir Schwarzkau, Duschraum, Weißkau. Ja? Weißkau war Straßenkleidung, Schwarzkau Arbeitskleidung. Hier wäre jetzt ein Schutz drum, das heißt, die Straßenkleidung innerhalb, den Schutz zugezogen, draußen hing die Arbeitskleidung. Ja, also sie hatten das alles in einem. Ja, hier oben lagen die Zigaretten drin, ja, weil unter Tage Rauchen verboten war. Sie durften auch keine Streichhölzer mitnehmen. Das Erste, was der Bergmann machte, der setzte sich hin und rauchte. Ja, so, und dann ging er zum Duschen. So, dann ist er mit seiner Markennummer, die er ja immer noch in der Hand hat, ist er in die Lampenstube gegangen, die hier oben über der Waschkaue war, hat diese Markennummer abgegeben und hat seine Lampe bekommen. Auf der Lampe war auch diese Markennummer drauf. So, dann ist er in den Korb eingestiegen und ist dann runtergefahren und zur Arbeit gegangen. Wenn der rauskam, hat er die Lampe wieder abgegeben, hat seine Marke bekommen und hat die in den Kasten geschmissen. Die ist dann nach der Schicht geleert worden und dann wusste der vom Lohnbüro, Marke Nummer 498 war da. Und wurde die Schicht wurde gepinnt, war da, kam ein Strich dran. So, dann ist der sogenannte Selbstretter oder CO-Filter. Okay. Ja, also, Gas. Im Grubengebäude, Alarm, Alarm, machten sie den Deckel ab, kam das zum Vorschein. So, das Teil stecken sie in den Mund, das Teil klemmen sie auf die Nase, das um den Kopf rum, so, dass das so fest saß, dann haben sie da durchgehalten. Hier ist Kohle, Aktivkohle drin, ein Filter drin. Und dann hatten sie eine Stunde Zeit, um aus dem Gefahrenbereich rauszukommen in einen gesicherten Bereich, sag ich mal. Ja, und sie hatten aber noch nur eine Stunde Zeit, weil die Kohle da drin heiß wird. Und wenn sie länger als eine Stunde brauchten, dann haben sie Lungen verbrannt. Ja, weil sie ja nur hier durchatmen konnten. Ja, ja. Ja, es gab dann die Grubenwehr hier unten in dem Raum. Die haben andere Geräte, ja, die atmen ihre eigene Luft ja wieder ein. Ja, die Sauerstoffkreislaufgeräte. Ja, das sind diese Kreislaufgeräte, genau. Ne, die haben so eine Sauerstoffflasche auch da drin, ja, dass sie dann, aber die reichen dann auch nur für 2 Stunden. Ja, also es sind bei den ganzen Grubenunglücken, die im gesamten Bergbau passiert sind, auch Schlagwettexplosionen, sind ja auch Umweltleute ums Leben gekommen. Aber überwiegend, weil die Wartung nicht richtig war von den Geräten oder gar keine Wartung war, ja, oder weil die Geräte defekt waren. Ja, also die mussten schon in Ordnung sein. So, jetzt dann nur so eine kleine Anekdote hier noch, so bevor wir da reingehen. Ja. Die ganzen Rhein-Preußen-Schächte, von 1 bis 5, 9 und 8 waren auf einer Sohle miteinander verbunden, nämlich auf der 450 Meter. So, das sind die Originaltore von der 450 Meter Sohle hier von Schacht 4. Ja, also so müsst ihr euch vorstellen, hier die Förderkörbe, der unten, die Seite oben, ja, oder umgekehrt. Ja. Ja? So, dann haben wir hier eine Signaltafel. So, zwar gab der Anschläger, der hier steht, der gab das Signal. Ja, das heißt, mal gucken, Leute erschrecken. So. 2x4 Schlag, Seilfahrt. Seilfahrt beginnen. So, der Maschinist weiß Bescheid,
Der kriegt aber danach kein Signal mehr damit. Sondern hier war ein Schalter. Ja? So, das heißt, wenn das Tor auf ist, kann mir die Maschine nicht fahren. Dann liegt durch den Schalter blockiert. So, wenn der aber jetzt Seilfahrt macht, dann würde der, wenn der den Korb umsetzen muss auf die nächste Etage, das Tor wieder zumachen. Erst dann kriegt er ein Fertigsignal. Er fehlt hier. Dann ist einfach nur ein Schalter, wo der drauf gedrückt hat. Dann setzt er einmal um, öffnet das Tor eigentlich wieder, zieht der Gitter hoch, Leute können rein. Ja? So, um das zu verhindern, konnte man den überbrücken. Das hat man gemacht, wenn die Güter fahren. Die haben 4 Etagen. Auf 4 Etagen sind auch Kohlewagen. Das heißt, hier stehen die vollen Wagen, die auf der 450 Meter Säule. Der fährt das Tor auf. Der Korb steht bündig, weil sonst funktioniert es ja nicht. Der schiebt die Wagen drauf und die leeren hinten runter. So, jetzt müsste der ja das Tor wieder zumachen, damit der die nächste Etage kriegt. Braucht er nicht. Lässt das Tor auf, gibt dieses Fertigsignal. Der setzt um, der Maschinist, dass er dann gleich volle Wagen schieben, die leeren auf und runter. So, das gleiche wieder mit dem Fertigsignal, das passiert oben aber genauso. Ja, oben werden die vollen Wagen von den leeren runtergeschoben. So, bis die 4. Etage dran ist, dann gibt er Fertigsignal, ohne dass das Tor zu ist, und dann fährt er das Tor zu. Ja, so, das war eine Arbeitserleichterung, also zumindest Zeitersparen. Ja, so, dafür war das. Dann gibt es noch ein anderes Signal. Das ist auch ein schönes. Je nachdem, ich bin jetzt hier unten, ich will nach oben. Hier ist aber kein Anschläger. So, dann gibt es ein Signal. So, das ist der Selbstfahrer. Also 4 Schlag ist Seilfahrt. 1 Schlag ist eigentlich Halt und 3 ist auf. So, das heißt, ich mache das Tor auf, habe die Signal gegeben, steige ein in den Korb, mache das Tor von innen zu, stelle mich rein, der Maschinist setzt einmal den Korb nur etwas vor. Also ohne, dass der gleich losgeht. Das gleiche macht er nochmal, also 2-mal macht er das. Hier würde jetzt, hier mittig, würde ein Schalter sein, auch mit so einer Kette, aber nicht mit so einem, mit so einem Griff, aber in Rot. So, in dem Moment, wenn ich den ziehen würde, bleibt die Maschine stehen. Ja, dann fällt sofort die Bremse oben in der Fördermaschine rein und der Korb bleibt stehen. Das heißt, irgendwann ist passiert. Also entweder hier mit dem Fuß, mit dem Bein raus oder irgendwann anders, wenn was. Ja. Also den kann ich dann selber anhalten. Aber deswegen setzt er den ja 2-mal vor, damit er beim 3. Mal dann erst richtig Fahrt macht. So, ja, ich hatte ja vorhin jetzt gesagt, hier mit dem Ausbau, mit diesen Rundhölzern. So, hier haben wir jetzt schon mal sowas. Haben wir einmal hier diesen Ausbau, den sogenannten Türstock. Ja, und dann einmal dieser hier, der ist auch der Türstock, aber das hier, das ist eine Polygonverstärkung. So, das heißt, damit das Gebirge von der Seite nicht diesen Teil zusammendrückt, wird hier eine Verstärkung eingesetzt. Ja, dafür ist die. Ja, und auch von oben genau das gleiche. So, das ist dieser, deswegen diese Butterplätze. Ja. Eigentlich, wie gesagt, jetzt würde hier natürlich fehlen, dass der hier irgendwo jetzt diesen Halbpunkt hat. Ja, also diesen Klotz einmal geteilt hätte. So, das hier ist ja nur, da fehlt was. Und zwar ist das der Glaskörper von einer Batterie. Okay. Hier fehlen ja nur die Bleibatterie. Und die haben hier gestanden. Hier war der sogenannte Batterieraum. Ja, die waren dann da als zur
wenn mal Strom ausfallen würde. Ja, genau. Ja. Ja, die standen hier so schön. Da gab es doch einen, der war dafür zu verantwortlich, der hat immer nur Flüssigkeit gesagt. Ja, der hat dann hier, der hat einmal die Woche hat er ihn kontrolliert. Wasserstellen. So, das sind eben die Beatmungsgeräte so nach Epochen, sagen wir mal. Ja? Also das älteste, was wir haben, ist das Ding da. Von 1893. Ja, das sind ja die. Hier ist einer offen, aber mal einen geöffnet, damit man mal weiß, wie das ganze Ding auch von innen aussieht. Ja, dann kann man sich da gar nicht so richtig was runter vorstellen. Ne? So, der hat ja eine Maske auf, die ist luftdicht abgeschlossen. Ja, also er würde ja, wenn jetzt eine Schlagwetterexplosion gewesen ist, dann müsste der ja, wenn der reingeht zur Unglücksstelle hin, da ist ja immer noch Gas drin. So, dann würde er ja, wenn das nicht luftdicht abgeschlossen wäre, würde der ja das Gas einatmen. Und das sollte ja nicht sein. Deswegen ist die Maske luftdicht abgeschlossen. Wie gesagt, er atmet seine Luft ja aus. Die geht wieder in den Kreislauf rein. Sie können ja in der Zeit ihre eigene Luft noch mal einatmen, ohne dass irgendwas passiert. So. Damit das aber nicht passiert, wird ein Teil wieder durch Sauerstoff ergänzt. Ja? So. Das heißt, wir haben jetzt 2 Stunden Zeit, das ist eine Flasche für 2 Stunden. Wir haben jetzt 2 Stunden Zeit, von dem Ort, also praktisch, wenn Sie den Korb verlassen, zur Unglücksstelle hin, da verletzte Bergen und wieder zurück in 2 Stunden. Die haben sie. Ja? Und wenn nicht, dann haben sie schon schwierig. Eine Lampe hier, so, genau so, da ist ein Luftanschluss drin und oben ist wie so ein Dynamo drin. Also das heißt, durch die Pressluft wird der bewegt und die Lampe leuchtet. Ja, weil hier würden jetzt auch Rohre liegen. Ja, ja. Hier liegen hier, sehen Sie ja, hier liegen hier auch Stromkabel. Ja. Hier würde jetzt aber auch ein Rohr liegen mit Pressluft. Mhm. So, und da sind an gewissen Stellen so Anschlüsse. So, die würden dann angezapft und dann hätten die wenigstens so, also eine Leuchtstärke wie die Lampe. Mhm. Ja, also dann könnten die da an ihrer, wir haben ja selbst ihre Lampe dann auch noch, dann könnten die an der Pumpe arbeiten. Mhm. Hallo? Na, kommen Sie ruhig näher. Kommen Sie ran hier. Ja, hier. Wir können ja auch tauschen, ne? Ja, ich würde sagen, ja, hier durch. Ja, ich würde sagen, da bedanken wir uns recht herzlich und ja, tschüss dann, ja? Tschüss. So. Das ist mein Arbeitsplatz, ne? Ja. Ne? Ja, hier war ich noch nicht drin. Hier wollte ich noch mal reingehen. Guckt euch mal die Maschinen an. Aber ich glaube, wir gucken erstmal. Das sieht aus wie Noten hier. Tatsache. Auch nicht schlecht. So.
Schaut euch diesen Lastenkran mal an, ey. Das ist Wahnsinn. Was meinst du, wie viele Tonnen der ziehen konnte? Müsste da eigentlich dran stehen, ne? Guck mal auf der Rückseite. Steht nichts dran. Wahnsinn. Ich kann es mir nicht entgehen lassen. Ich muss mich unbedingt mal da reinsetzen. Ja, dann wollen wir mal an die Arbeit gehen, ne? Wow. So, Freunde. Jetzt wollen wir euch mal in die Hölle... Nein, nach unten befördern. Ey, Tatsache. Aber das ist interessant. Ihr könnt das nochmal sehen. Das ist egal, das sieht. Guck mal, der geht auch automatisch zurück. So, jetzt sind wir oben. Und ein Korb ist unten. Wahnsinn. Guckt mal hier. Ihr könnt das nochmal alles sehen hier. Richtig geil. Also das wäre mein Arbeitsplatz, Freunde. Das ist ein Arbeitsplatz. Respekt auf jeden Fall, die hier gearbeitet hatten. Schön auf jeden Fall, richtig schön. Wahnsinn. Ja, jetzt geht der Hebel wieder hier zurück, das seht ihr hier. Meter. So. Wahnsinn. Wahnsinn. Was soll ich dazu sagen, ihr Lieben? Dankeschön. Ich bin sowas von fasziniert. Ich könnte hier stundenlang sitzen bleiben. Ja, Freunde. Ja, ich würde sagen, hier beende ich jetzt auch das Video. War auf jeden Fall sehr interessant, nochmal so in die Geschichte einzutauchen. Ja, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant. Und... ja, in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt von dem Video und ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Lost Adventure Tom. Tschüss, haut rein.